Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark Supreme. Es geht natürlich wieder weiter. Sorry, dass am Wochenende jetzt kein Video kam, aber ich bin so ein bisschen in... Hat alles seine Gründe gehabt, aber ist egal. Ich hau nicht ab, keine Sorge. Zuallererst, danke, wie gesagt, immer noch für euren Support. Ich sag das halt zu oft, aber ich muss es halt sagen. So, deswegen halt danke. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, weil ihr wisst ja... Ich lebe durch YouTube und ohne YouTube würde ich gar nicht im Internet existieren sozusagen. Deswegen halt habe ich alles euch zu verdanken. Auch natürlich alle Leute auf Twitch und so weiter. YouTube ist aber meine Haupteinnahmequelle sozusagen. Deswegen halt Dankeschön, dass ihr die Videos schaut. Am besten immer von Anfang bis Ende. Nein, aber... ja doch, mach es. Nein, wirklich, Dankeschön. Und ich habe etwas zu diesen Kommentaren gesagt. Ey, wirklich, vielen lieben herzlichen Dank, aber es ist wirklich nicht nötig. Ich mache es auch ohne, dass ihr irgendwas spendet oder so, weißt du, so deswegen halt. Wir gehen zuallererst jetzt, es gibt sehr gute Neuigkeiten, wirklich sehr gute, denn ich habe hier etwas getan. Ja, ich habe den Kommentar mal auf den gehört, so ein bisschen auseinandergestellt, musste ich aber nicht. Die hatten einfach kein Essen mehr und irgendwie ziehen sie sich das Essen nicht dort raus, keine Ahnung warum. Aber jeder hat jetzt Essen drin und wir gehen als erstes hier oben hin, denn der... bekommt jetzt natürlich einen Namen. Beziehungsweise sie bekommt einen Namen. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Also, da mich ein Zuschauer, Jaser, Grüße gehen raus, hat mich sehr gut im Livestream geholfen. Sehr, sehr gut. Deswegen musste ich halt machen. Habe ich auch extra noch gesagt. Hier, schreib auf jeden Fall und so weiter. Ja. Bloodstalker heißt Jaser. Geht aber weiter. Ja, was mit dem Bier ist, ey, keine Ahnung. Wasser ist drin. Hat nur Flüssigkeit, nicht wirklich viel, aber naja, ist egal. Dann kriegt sie halt eh kein Bier. Fertig, aus Ende. Hier wird eh nicht getrunken hier. Alkohol nicht gut. So, und zwar, wir packen hier Fertilizer rein und natürlich die Dinger hier. So, damit die Gachas halt ihren gutes, das gute Essen halt bekommen. Gucken wir uns gleich an. Aber jetzt wird erstmal was aufgemacht. Ach ja, und gleich müssen wir Jaser ausprobieren. Und zwar geht's darum... Ich habe gefragt wegen dieses Medical Braps oder Herbs oder wie es auch immer heißt. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und zwar, danke, wie gesagt, für den Kommentar. Der war es jetzt halt nicht. Ich glaube, dann war... Nee, warte, ich habe das halt hier gemacht, genau. Sie hat Medical Herbs oder Herbs oder weiß was ich, wie es genannt wird. Und das ist halt das hier. Nicht die Suppe oder so weiter, die im Kochtopf hergestellt wird oder so weiter. Und zwar... Es ist das hier, Medical Herbs, diese komischen Blättern. Und das brauche ich halt für die Heilung für die ganzen Dinos. Deswegen produzieren die wieder ein bisschen. Und ich guck mal, ob ich vielleicht eins vielleicht habe. Wait, ich habe sogar... Ich habe 86 Spicy Herbs bekommen. Der andere, genau, der rechts daneben, der erste, der an der Wand steht, kann Spicy Herbs machen. Ich kann euch das kurz zeigen. Und zwar der hier müsste das hier haben. Genau, Spicy Herbs. So, wir haben ja immer dieses Adamarelle Herbs oder wie es auch heißt, immer hergestellt. Und jetzt haben wir halt das Bessere. Oh, ist das gut. Ey, wir kommen langsam wieder weiter voran, ey. Das ist ziemlich cool. Aber... 14, auf jeden Fall, danke. Was wäre ich ohne euch? Jetzt, for real jetzt, was wäre ich ohne euch? Das packen wir jetzt alles hier rein, denn heute gibt es auf jeden Fall Stress mit T-Rex und so weiter. Wir brauchen auf jeden Fall starke diesmal. Jetzt können wir uns halt hier wieder so zwei Tränke herstellen. Bam, easy. Dann haben wir jetzt insgesamt hier wieder 4, passt. Ach ja, und dann die Apex-Rüstung. Uns fehlen nochmal die Hände. Ja, passt auf, können wir herstellen. Stellen wir auch her, uns... Und fehlen die Füße. Haben wir alles. Jetzt haben wir die komplette Apex-Rüstung. Erinnert mich auch an Primal 4 oder ja, aus dem Ragnarok-Projekt die Apex-Rüstung. Aber ich glaube, die war ein bisschen schwarz noch. Aber naja, jetzt fliegen wir ganz kurz hoch. Gucken, wie viel schon gewachsen ist. Aber ich denke mal, es sollte eigentlich ziemlich gut gewachsen sein. Ja, guck mal, da ist sie doch. Hey, Pflanze, na, was geht ab? Guck, 9 Stück hat sie jetzt. Und ja, das... Ist die Pflanze? Boah, habe ich die schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Erinnert mich sofort an Scorched Earth. Ich weiß, Ark Asa Scorched Earth ist rausgekommen. Wollt ihr das sehen als Projekt? Ja oder nein? Ich weiß es halt nicht, deswegen, ihr müsst es mir sagen, ne? Falls ja, dann werde ich mit Sicherheit dann ein Projekt halt mit irgendeinem Mod oder so weiter machen. Ich weiß, ich habe Ark Asa aufgehört, aber es hatte seinen Grund. Aber ich würde das so eine Art gut verpacken, dass es Art eine Geschichte ergibt. So, also, na, nicht wirklich, aber ihr werdet schon sehen. So, also, wir nehmen jetzt Apex-Kibbel mit, weil ich glaube, ich habe noch das eine oder andere hier. Ja, 3 Stück. Das wird aber safe nicht reichen. Ich glaube, wir brauchen bestimmt so...
Ich würde sagen, mindestens noch zwei weitere. Ja, können wir uns alles leisten. Und damit gehen wir jetzt ganz kurz auf die Suche nach einem starken. Und dann zeige ich euch meinen neuen Base-Bot. Ja, ich habe jetzt den richtigen gefunden. Der wird krass sein. Oder gibt es was Stärkeres als den Rex? Gorilla, komm, du bist der Erste hier. Ja, guck, Schneegebiet, das könnten wir schaffen. Also, das bedeutet jetzt... Wait, es ist im Schneegebiet? Ich werde euch meinen neuen Spot zeigen. Wir haben ja jetzt Bloodstalker, mit dem können wir ja am schnellsten dahin reisen. Und da werdet ihr sehen, was ich meine. Und dazu, weil ich sehe gerade, wir haben halt nur 5 Darts. Wir brauchen mehrere. Aber ich habe ein bisschen gefarmt, das sollte also alles easy machbar sein. Und zwar Darts, und zwar die Apex. Ich denke mal 22. Ja, guck mal, passt. Naja, 10. 15 Stück, ich glaube, wir brauchen mehr. Ja, ich denke mal, komm mal, 16 Stück. Wir haben jetzt 31, das sollte reichen. So, Yaza, komm mit. Ach ja, Dungbeetle. Ja, du bist ja eher am Produzieren, aber haben wir ja eh nicht benötigt. Ja, jetzt heißt es nur ganz kurz ausprobieren, weil wie gesagt, Kommentar gab es. Auf X kann ich auf dem Wasser gehen. So, C kann ich auch so packen. Und mit X, wenn ich an Land hier das mache, dann, ja, können wir an der Wand krabbeln. Wusste ich nicht mehr, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und wenn wir eine Waffe auswählen, dann macht er das hier. Warte, wir müssen ja nur Alt drücken. Guck, dann macht er das hier. Dann kann ich mich so... Dann kann ich... Oh, das sieht so cool aus. So, aber, ey, dennoch, wir müssen jetzt dahin. So, zack, aufs Wasser. Und jetzt geht er richtig ab. Let's go. Bam, Junge. Und einfach Rechtsklick gedrückt halten, ne? Stimmt, einfach nur Reste gedrückt halten. Oh, es ist so cool, Mann. Hey, oh, bisschen am Lenken, super. Hey, aber wenigstens ist das Springen hier geil, oder? Ja, nicht zu nah an der Wand ran, weil man weiß ja, gegen was man hier gegenüber steht. Deswegen halt, Achtung, Achtung, aber sowas ist immer perfekt. Und dann zack, kommt man ab nach oben. Das, stimmt, er kann ja sogar die Bäume. Wir dürfen nicht runterkommen, ja? Boden ist Lava, Kappa. Stimmt, das gab es ja auch immer. Heutzutage macht es gar keiner mehr. So, zack, hier. Einfach rüber da. Und, wupp, Hechtsprung. So, jetzt muss ich nur kurz gucken. Ich will euch ja meine Base zeigen. Also meine... Ich hab was vergessen. Ja, und zwar, die neue Base befindet sich... Ja, hey, wundert euch nicht. Wie gesagt, es kann gerade kurz gefährlich werden. Aber nicht die ganze... Oh, ich dachte, es wäre die Morphodon, ey. Dann hätte ich jetzt die Krise bekommen. So, und zwar, ja, wir müssen da rüber. Da hinten hin. Es ist schon... Oh mein Gott, ich weiß, ich werde sterben. Ich sag's euch. Ich sag's doch. Okay, alles gut, alles gut. So, wir hätten etwas Fliegendes. Also nicht Spider-Man so ähnlich. Oh Gott. Ja, und zwar das hier wird meine Base sein. Oh ja. Ich weiß, es könnte gefährlich sein, aber das ist halt arg. Und ich zeige euch auch, warum. Weil, passt mal auf, diese Bäume da hier, wo ich mich jetzt gerade hinhangel, die beiden können wir ineinander sozusagen verkuppeln. So, und das probieren wir jetzt halt aus. Und dann können wir halt darüber noch gehen. Es könnte wirklich cool ausschauen. Deswegen hatte ich das hier vergessen. Und zwar eine Metallplattform. Ich guck kurz, ob ich das jetzt wirklich bauen kann. Mehrere Etagen? Ich kann es ja so bauen. Dann da oben was bauen. Ey, das könnte doch cool was werden, oder? Ja, aber für Broodmother ist das echt... Oh mein Gott, du bist böse? Ja, lass mal, bitte stecken. Ist ein bisschen niedrig, gell? Ist ein bisschen sehr, sehr niedrig. Aber wir könnten halt ja so machen und das dann halt dorthin bauen. So, bam. Jetzt ist halt natürlich ein Ticken besser. Dann können wir das hier unten wieder aufheben. Ist halt viel, viel besser. Sonst war, habe ich mir das halt so vorgestellt, dass wir das halt so machen. Wir gehen jetzt ganz kurz oben rauf, weil ich weiß halt nicht, wie die Aussicht von da oben ist. Und ich glaube, ich sehe schon, dass sie halt nicht so cool sein wird. Die Sicht von hier aus, es geht. Klar, das hier nervt so einen kleinen Ticken. Aber guck mal, wir können uns darüber hangeln. So, können uns was hinbauen. Und, ne, kommen natürlich alle Dinos hin, die wir halt haben werden. Weil, guck mal, da sind wir geschützt. Von der Seite sind wir, ich weiß nicht, geschützt. Ja, doch, guck mal, da ist ein Berg. Aber guck mal, der ist stark. Hm. Wir könnten hier halt hier alles rüberziehen. Wir haben ja Metallmauern, Tore und so weiter. Also, könnte alles damit gehen. Und hier vorne ist noch ein Eingang. Könnten wir natürlich auch zumachen, weil damit die Großmutter, wollte ich schon sagen, die Broodmother, dass die halt nicht hier reinkommt, weil schaut euch das an, die kann ja ziemlich gut, sag mal, warum sind hier alle böse hier? Genau hier, das hier können wir zubauen und das hier könnten wir auch mitnehmen da oben. Also von daher,
Also ich finde... Oder guckt euch das mal an. Wir könnten von da bis dahin... Wir könnten Türme bauen. Aussichtstürme zum Schutz. Man könnte echt was Cooles bauen. Und wenn ich die Mod draufknalle, dann kann ich mich von da bis dahin nur mit einer Brücke raufbauen. Aber ist egal. Da oben ist eine Burg. Da oben ist eine Burg, dann ist da oben safe ein Dungeon. Aber egal. Wir müssen jetzt dorthin, denn Apex Gorilla, der wartet auf uns. Schildkröte? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns dahin bauen. Ich habe keine Ahnung. Warum ist da jetzt ein Weltboss oder wie die auch heißen? Warum sind die alle im Sumpfgebiet? Warum leckt das hier so viel? Stört ein bisschen. Aber egal. Warum ist alles böse hier irgendwie? Was war das denn für ein Geratetrick? Ah, guck mal, Yetis. Süß. Aber egal, wir suchen nicht die, wir suchen was anderes. Stimmt, der kann ja Doppelsprung. Hey, warte mal, dann kann er auch gleiten, weil das wurde ja auch geschrieben. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht auf X oder so? Ne, keine Ahnung, wie das geht. Egal. So, wir sind gleich da. Und somit kann ich auch eine kleine Information rauskommen lassen, ne? Mein Bruder hat auch etwas gesagt. Und zwar, ein gemeinsames ARK-Projekt mal wieder zu starten. Die werden es halt, also, der Älteste wird es natürlich nur streamen. Ich werde alle Brüder halt fragen. Und bei mir wird es natürlich als Let's Play kommen. Und dann halt mal ab und zu auch mal ein Stream davon. Aber damit ihr schon mal... Bescheid wisst, was Sache ist. Bitte bleib hängen, bitte. Bitte bleib. Okay. Wie krass bist du, Kollege? Warte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal, ich glaube, wir müssen ihn irgendwo runterlocken. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich ihn steuere hier. Ja, siehst du, guck. Ich habe keine Ahnung, Mann. Doch, wir können auch klettern. Noch klettern, Mann. Guck, zack. Wir gehen jetzt hin. Machen so. Was soll's klettern? Okay, aber alles gut. Alles gut. Hallo! Ein Treffer sind wir tot. Ein Treffer sind wir tot. Okay, pass auf. So ist doch alles gut. Nee, aber wie gesagt, freut euch schon mal in Zukunft drauf. Ein Projekt mit meinen Brüdern und so weiter wird auch noch kommen. Keine Sorge. Oh, das Coole ist, wir können ihn ja jetzt so steuern. Hallo, Affe. Bleib mal da. Na, kein Treffer. Wir gehen runter, wir gehen weiter runter. Alles wird gut, alles wird gut. 4 Millionen? Ja, Pfeile werden reichen, ne? Ist gut. Nicht einmal treffen, bitte. Ja, komm, geh mir weg da. Platzdolke einfach besser als du. Nein, wird da nicht sein. Deswegen halt. Du bleibst jetzt aber auch gleich hier, ja? Ich will nicht dir hinterherlaufen. Zurück, zurück. Ich sag's euch. Wir kennen ja Ark. Ein einziger Treffer abkriegen von den Steinen. Einfach nur berühren. Einfach nur dran lecken. Wir sind tot. So und nicht anders. Alles wird gut. Alles wird gut. Schleuder nicht zu weit nach oben. So, Hälfte hat er schon. Perfekt, Junge. Wir haben dann gleich einen Affen. Vielleicht können wir ja mit dem Affen irgendwie den Boss klatschen. So, wieder zurückgehen. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Und das Coole ist, er wird bleiben. Wir haben 6 Kill... wir haben ein Kibbel fehlt. Affe? Oh Gott, ist das eklig. Ich habe jetzt... Wir müssen runter. Ich habe gar keinen Bock drauf, ne? Aber es muss wohl sein. Wir ziehen ab. Wir ziehen schon. Ja, Kollege, so wird das nichts. Wir müssen schon weiter schneller hin da. Warte. Nimm schon mal. Fledermaus, ganz gefährlich. Könnt ihr mich runterkicken. Was bist du? Du bist nicht gefährlich. Ich glaube, der Affe hängt, oder? Wir gehen runter. Aber wir klettern runter. Okay, er haut immer noch ab. Oh, ich hab wirklich Panik, ne? Oh. Sag mal, lasst mich doch mal meine Ruhe. Ich hab euch doch gar nichts getan. Prime. Oh. Komm mal her hier. Willst nicht? Oh. Das ist gerade echt Stress pur hier, ne? Hm.
Alles gut, alles gut. Ein Treffer, sind wir tot, ey. Rest in peace, Jesa. Aber bis jetzt noch alles gut, ey. Da! Kurz Schlussreaktion von mir. Tut mir leid. Wir hätten ihn kriegen können. Ich lock ihn einfach wie die Ziege in die Ecke. Treffer! Nee, nicht Treffer! Judy, geh bitte! Ich hab keine Zeit für dich. Ich muss treffen, ich muss treffen. Halt! Stopp! Dein Dino reagiert nicht auf meine Befehle? Ja, dann passt mal auf, wer gleich auf meine Befehle hören wird. Wer macht jetzt Probleme? Ja, komm ruhig her. Hä, mein Bild ist schief! Mein Bild ist schief! Hä? Das hatte ich... mir wird schlecht, Alter. Okay, alles wieder normal. Eieiei, was war das denn? Aber cool, ey. War ein bisschen lustig. Ist doch cool, wenn man mal wieder das eine oder andere Fehler wieder sieht in Ark, was man noch nie halt hatte. So, ein bisschen Honig gönne ich mir. So, und jetzt Affe, du bist jetzt dran. Bleib doch jetzt einfach mal stehen. Du bist so ein großer Affe. Und hast Angst vor mir. Meine Fresse. Lass mir meine Ruhe hier. Holy moly, ist der nervig. Also, ich weiß zwar nicht, ob ich schon mal jemals einen Dino zähmen wollte, der gerade so genervt hat, als der da. Wir nehmen jetzt Sonic mit und Jaser, du machst erstmal eine kleine Pause. Also, jetzt reicht's aber. So, wir sind gleich da. Mit Sonic wird das so viel besser laufen. Nervt es mich auch nicht, sondern ich freue mich, dass wir ihn gleich haben werden. Was bist du denn? Ein Prime. Oh. Egal. So, bitte greif mich nicht an, ja? Danke! So, Kollege, du kannst dich... Oh Gott, okay, das wird... Oh Gott, das wird... Ach du Heidi. Aber das Gute ist... Hallo! Wer bist du? Oh, Kollege. Wag es dich. Warte. Zack, zack, zack. Na komm, push dich mal hier, bitte. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, habe ich gesagt. Danke. So, jetzt müssen wir aber nur kurz gucken, wo er ist. Wir müssen genau, wenn wir geradeaus gehen, sofort angreifen. Wird wohl nicht so einfach sein. Zack! Getroffen! Einfach hinter. Ich habe doch gesagt, mit Sonic wird's einfacher. Dr. Techno ist unterwegs. Ich muss dich kurz betäuben, ja? Ich sehe, du bist krank. Treffer. Okay, noch ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Dann haben wir ihn. Ah, bloß nicht runterfallen. Sorry für die Steuerung, für die Kameraführung. Ja, wir haben... Hä? Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. So, wer will herkommen, hä? Wer will herkommen? Wer? Wer? Wer hat mich gerade angeschrien? Na, ich sag's dir, bleib da, wo du bist. Denn wir haben gleich... Kong. 1, 6. Bitteschön. Wir haben ihn, Mann. Wir haben ihn. Okay, pass auf. Hä, wo ist meine Pistole? Oh, ich wollte gerade sagen. Junge, Junge, komm rein hier. Zack. Onyx. Gute Nacht. Wir gucken mal kurz, ob er irgendwas Wichtiges hat. Nein, aber die Sachen nehmen wir mit. Denn du bekommst es. Wir gehen mal vorsichtshalber da oben hoch, ja. Und beobachten alles von hier oben. Wir haben einen Gorilla. Ja, perfekt. Easy. Oh, du bist so hübsch. Aber ich habe ihn mir echt kleiner vorgestellt, aber der ist trotzdem groß. Keine Animation. Sag mal. So, okay. Wir können reiten. Ich weiß ganz genau, du brauchst gleich einen Trank von mir. Hä? Achso, das war falsch. Einmal so rein. Okay, pass auf. Wir müssen kurz gucken. 36.000 ist stark, ist stark. Man muss ja beachten, er ist ja noch nicht einmal gelevelt. Geh mal, Kollege. Oh, du wirst aber... Ja, ich würde sagen... 10 Millionen geht klar, oder? Nimm mal ein bisschen Heilung, mein Freund. Ich glaube, der wird jetzt sehr stark sein. Warte mal, Rechtsklick.
Kannst du noch irgendwas? Ist es Donkey Kong? Bist du Weibchen oder Männchen? Okay, nichts davon. Ist das verdammt cool, Mann. Ey, guck mal hier, fang mal. Ja, den zweiten kannst du auch nicht mehr fangen. 90.000 so und den Rest halt so. Okay, okay. Ja, geh mal, Kollege. Du hast mich vorhin angeschrien, gell? Dann fang mal. Hä? Ich kann unendlich schmeißen. Ich kann unendlich schmeißen und das macht sogar doppelten Schaden. Nee, oder? Warte mal, das müssen wir ganz kurz kontrollieren. Du bist ein bisschen stärker, ne? Affe! Rückzug! Ganz kurz Rückzug, ja? Warte, er hängt da fest. Hängt er da immer noch? Du hängst da fest, gell? Ja, warte, warte. Oh oh. Lass mich mal bitte. Wie mache ich das? Wir haben alles unter Kontrolle. Alles. Ich werde ihn einfach. Warte, lass mich doch ganz kurz, bitte. Bitte, nur einmal. Gut, dass er so viel springen kann. Sonst wäre er RIP. Zack. Ja, einmal dahinter. Bitte, 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 krieg's hin. Yes. So, YouTube, was willst du, hä? Die Wand ist unsere Rettung. Ist unsere Festung. Komm her, du kleiner Schleim. Friss. Das. Ja, ich würde sagen, für die erste Heilung ist schon mal, ja. 100.000, machen wir. Den klatschen wir jetzt. So, wir gehen hier hin. Danke für den Push. Man kennt's ja wie in Minecraft. So, kannst du in der Luft? Nee, kann er nicht machen. Okay, pass auf. Den kriegen wir doch. Ja, lass ihn einfach raufkommen. Ist ja in Ordnung. Komplett in Ordnung. Ey, er gibt 622.000 ab. Das ist doch krass. Aber wir sind besser. Bye, bye, Kollege. Wir haben Frostheit und Frostblood bekommen. Oh ja, wie viel Level bekommen wir denn jetzt? Wir haben was Starkes gerade besiegt, ja? Er war stark. Ein Level. Mhm. Nimm ich persönlich. Ich habe aber Angst um dich. Deswegen nimm nochmal einen Trank. Oh, der Affe ist cool, Mann. Kannst du noch irgendwie was oder so? Du kannst doch bestimmt hier deine Affen herrufen. Nee, warte mal. Das war der Prime, oder? Ich teste kurz. Aber sieht so aus, als ob es sein Nachfahre ist oder so. Ja. Aber ist mir egal, ey. Er ist strong. Er ist unser Stärkster. Der Boss kann also kommen. Niemand wird uns... Oh, hier, komm. Mitten in die Familie rein. Zack. Tut mir leid. Also wenn schon, dann alle. Komm. Tut mir leid, wollte ich nicht. Einer davon ist stark. Es ist ein Prime Wolf. Wie viel Energie hast du noch? Ja, gut. Hat keine Chance gegen uns, gell? Ja, wir sind besser. Na, ich sag mal so, ohne Trank wären wir nicht besser. Ey, das Gebiet finde ich auch cool. Hier mit den Bäumen hier und dann könnte man alles oder da oben. Ist auch schon cool. Auch wieder nur ein Level. Naja, immerhin ein Level, ne? Ah, guck mal hier, doch ein bisschen mehr. Zack, hier, nimm mal bitte. Ja, cool. Ey, wir haben den Affen, Mann. Ich hab das, was ich erreichen wollte, ey. Ja, das Doofe ist, wir können den Boss damit nicht machen. Hm. Ich glaube, wir sind mit dem zu schwach. Wir gehen mal kurz zur Base hin und gucken kurz. Und da ist er. Da ist er. Genau den, von dem ich geredet habe. Habt ihr ihn gesehen? Das war der Starke. Okay, ich will das Symbol da von unserem loswerden. Dingser. Okay. Hätte der mich jetzt geschlagen, dann hätte er uns im wahrsten Sinne des Wortes verprügelt. Oh my God. Okay, Affe ist noch da. Wir müssen weg hier. Wir müssen... Er ist genauso ein kleiner Schleim wie unser jetzt, wenn wir im Wasser sind. Ja, er ist unter uns. Er ist unter uns. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Nee, ich habe gar nichts unter Kontrolle. Warum kann der laufen unter Wasser?
Dann schwimmen wir doch mal ein bisschen. Oh, er bleibt doch da hinten. Ja gut. Dann haben wir doch unser Ziel erreicht. Rein da! Geil. Perfekt. Jetzt habe ich aber keine... Okay, ich lebe noch. Was ist das für eine Sicht hier? Tschernobyl oder was? Nee, ist alles gut. Guck mal, jetzt schon wieder viel schneller. Ey, stimmt, wir sehen jetzt erst seine richtige Farbe. Wait. Fällt euch was auf so, wenn ich mich so hinstelle? Ist doch cool, oder? Cool, ey. Hä, wieso kann ich so... Okay, dann kann man das nur auf dem Dino machen. Weil, ich bin ja jetzt gerade in K-Modus, so nenne ich es halt ja immer. Wenn man aber auf dem Dino ist, braucht man rechtes Alt einfach nur drücken, gedrückt halten. Und siehste, da kann man das hin und her machen. Ja. Ey, ist aber verdammt ein cooler Affe, ey. Hammerfarbe, ey. Hammermäßige Farbe. Und ja. Namen wählen, ihr wisst ja, was dran ist. Ihr müsst jetzt einen richtig coolen. Wir werden ihn aber nicht Kong nennen, weil es gibt noch stärkere hier, Gorillas halt so. Deswegen halt, wählt weise. Wählt sehr weise. Mal gucken, wer gewinnt. Er braucht ein paar Level. Oh, habt ihr das gesehen, wie es abprallt? Och, das ist aber eine oder andere zu viel hier, ne? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, danke für ein Level. Wait, da ist ein Trike mit Stein. Wir haben den noch nie getötet. Was er wohl gibt? Mal gucken, wie viel Energie hat er denn? 5 Millionen haben wir weggemacht. 5 Millionen. Und warte mal, ist das jetzt auch mit der Kettensäge? Apex, Bau. Ach ja, ich hab Dings, na gut, ich hab's abgelegt. Ey. Boah, jetzt steht schon wieder Schlöhr auf. Ey, voll cool, Mann. Wirklich cool. Ey, Mr. Lonely. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Ich hoffe, ihnen geht's noch sehr, sehr gut. Zack. Ich habe keine Angst vor niemanden hier. Zack. Ey, perfekt. Das ist einfach perfekt gelaufen hier. Zack. Beste Transportmittel ab jetzt. Mein Gorilla hier. Unser Gorilla. Wir haben ja gemeinsam gefangen. Und zack. Er kann sogar bis dorthin springen. Eieiei, das erinnert mich gerade an Agathe, wo sie Weitsprung machen musste. Ach ja, die guten alten Primal 4 Zeiten, ey. Das war noch Zeit, ne. Aber ich würde behaupten, ne. Ich lasse den hier oben, weil das ist ja verdammt cool. Ey, habt ihr was bemerkt? Habt ihr etwas bemerkt? Ohne, dass ich es jetzt gerade sage. Weil ich sag's jetzt. Niemand ist gestorben. Noch nicht mal ich bin gestorben. Und wir haben dazu einen fetten Affen, Alter. Holy moly, ey. Und wir müssen ganz kurz mal gucken, ja, was aus den Samen da geworden ist. Wait, ich kann noch was machen, weil ich habe hier solche Soßen. Und die sind dafür da. Da steht extra, can also be used to a fertilizer to boost your crops. So, ich denke mal, E muss ich nicht drücken. Nee, aber damit könnte es besser halt gehen als normal. Vielleicht kriegt man dann halt Unmengen oder so. I don't know. Ja, Freunde, dann seid ihr natürlich gefragt. Ein Name für unseren neuen Gorilla. Aber die Folgen dürfen nicht immer allzu lange gehen. Deswegen war es das erstmal von einer weiteren Folge Ark Supreme. Ich hoffe natürlich, wie immer, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Kommi, Like oder ein Abo freuen. Also, bis zum nächsten Mal.